Wenn man vollständig in dem, was man tut und im Hier und Jetzt aufgeht, stellt sich Mitgefühl dann automatisch ein? Nein. Alles muss kultiviert werden, ganz besonders das Mitgefühl, weil es ein ganzer Prozess ist. Es beginnt damit, dass man sich voller Demut eingesteht, dass man tief im Inneren nicht leiden will und das anerkennt. Niemand wacht morgens auf und denkt, dürfte ich den ganzen Tag lang leiden und wenn möglich gleich ein ganzes Leben lang. Das gibt es nicht. Selbst wenn Menschen in einem komplizierten Kreislauf stecken und mit sich selbst unzufrieden sind oder sich hassen, würden sie eigentlich gerne glücklich sein und Selbstliebe empfinden. Wenn man das einmal erkannt hat, kann man diese Geisteshaltung auf andere übertragen. Selbst sehr ungeschickte oder unausstehliche Personen wollen tief in ihrem Inneren nicht leiden. Ein unausstehlicher Mensch ist wie ein kranker Patient. Der Arzt wird ihn nicht schlagen, sondern versuchen, ihn zu heilen oder, wenn das nicht geht, zumindest vermeiden, dass er sich selbst und anderen Schaden zufügt. Wir sind also in verschiedenen Maßen von Krankheiten wie Wut, Besessenheit und so weiter geplagt. Ein Beispiel. Erkrankt man an einer Grippe, dann wird man nicht zur Grippe, sondern wird nur von ihr geplagt. Auch die Krankheiten des Geistes sind nicht in Stein gemeißelt. Veränderung ist möglich. So kann man anderen, egal wer sie sind, wünschen, dass sie sich vom Leid befreien und glücklich sein mögen, genauso wie ich mir das selbst wünsche. Oft wird gefragt, wie kann ich meinen Feind lieben? Keiner verlangt, dass man seinen Feind mögen, ihm alles Gute wünschen, einen Diktator auf einen netten Urlaub in die Bahamas schicken soll. Man kann aber wünschen, dass der Diktator frei von Hass, Härte, Gleichgültigkeit und so weiter sein möge. Was könnte man sich Besseres wünschen? Und das ist Mitgefühl. Es ist kein moralisches Urteilen. Mitgefühl und selbstlose Liebe sind nichts, was man einem guten Menschen als Bonus gibt oder einem schlechten zur Strafe vorenthält. Mitgefühl hat mit Leid zu tun. Und Menschen verursachen Leid, sich selbst und auch anderen.